sieht aus wie ein Querschnitt durch ein Flugzeugtriebwerk, aber es ist ein Bestandteil von unseren heutigen Testobjekten, eine sogenannte Dörretage. Das kommt hier rein in so einen Dörrautomat. Wir sagen euch heute, welche von diesen Dörrautomaten wie gut und mit wie wenig Energieaufwand kann dörren. Das machen wir ein bisschen später in der Sendung. Und wir kümmern uns um die Arbeitsbedingungen von DPD-Fahrern. Die Kurierfahrer krampfen nämlich jeden Tag 12 bis unter Umständen sogar 15 Stunden und häufig ohne Pause. Es ist ein System, wo DPD alles kontrolliert, Profit erwirtschaftet, jeden Zentimeter ausmisst und vorschreibt, aber keine Verantwortung für Angestellte. Das sagt Roland Künzler von der Gewerkschaft Unia, was einer der Chefs von DPD sagt. Das erfahren wir nach der zugehörigen Reportage ein bisschen später in dieser Sendung. Das ist der Kassensturz am Dienstagabend. Willkommen, meine Damen und Herren. Seit gestern, ihr habt sicher mitbekommen, gelten klare Regeln. Wenn wir ins Kino wollen, oder ins Theater, in die Diskothek, ins Museum oder ins Restaurant, dann müssen wir alle unser Covid-Zertifikat vorweisen. Soweit so klar. Weniger klar ist vielen Arbeitnehmenden, was am Arbeitsplatz gilt, betreffend Zertifikate. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Der Bundesrat hat auch dazu eine Bestimmung herausgelassen, letzte Woche. Zur Erinnerung hier nochmal, am Arbeitsplatz gilt Folgendes. Arbeitgeber dürfen das Zertifikat unter Umständen und nach Konsultation der Arbeitnehmenden in ihr Schutzkonzept integrieren. Da ist viel Unsicherheit drin, würde ich jetzt mal sagen. Und wir wollen doch versuchen, jetzt live im Studio mit unserer Hausjuristin Gabriela Baumgartner, ein paar klare Gedanken, wenn das möglich ist, da reinzubringen. Guten Abend, Gabriela. Guten Abend, Moni. Es ist nicht einfach, wir wissen es. Vorweg, folgende Gedanken. Gesundheitsdaten, und um das geht es ja. Also es geht darum, bin ich geimpft oder nicht, bin ich krank gewesen oder nicht. Das sind heikle Daten, die gibt man nicht einfach so raus. Das sind ganz heikle Daten, ja. Und an dem hat sich auch nichts geändert mit diesen Massnahmen. Neu ist einfach, dass ein Arbeitgeber ein Zertifikat verlangen kann. Da kann man das anschauen, aber nur dann, wenn ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Kannst du das etwas konkreter sagen? Also, was darf der Arbeitgeber verlangen und was nicht? Er kann verlangen, dass er mein Zertifikat anschauen darf, aber nur dann, wenn das ein Teil und nötig ist für die Umsetzung von seinem Schutzkonzept. Und machen wir ein Beispiel, hast du vorhin gesagt, Restaurant. Nehmen wir an, das Restaurant, die Angestellten, die arbeiten mit Masken. Das hat jetzt schon ein Schutzkonzept. Dann gibt es jetzt keinen Grund, dass die Wirtin einfach plötzlich von allen die Zertifikate anschauen will. Nochmal, also die Zertifikate, dass man das anschauen darf, das muss eingebettet sein in ein Schutzkonzept. Wenn jetzt der Arbeitgeber das prüft und das anschaut, und wenn es nicht das Leitzertifikat ist, sondern das vollwertige Zertifikat, dann weiss er ja, ob ich geimpft bin oder nicht. Und das geht dann eigentlich nicht an. Das geht im Normalfall nicht an, das ist richtig. Und darum kann man auch jetzt in dieser speziellen Situation eigentlich den Angestellten empfehlen, dass sie auf ihrem Handy in der App die sogenannte Leitvariante abladen. Dort hat es keine Detailinformationen drin, dort sehe ich nicht, ob jemand geimpft ist oder nicht. Und die langen im Normalfall. Das gilt natürlich dort nicht, wo Angestellte engen Kontakt haben mit verletzlichen Personen, also im Gesundheitswesen mit Patienten, die müssen eben geschützt werden. Dort kann der Arbeitgeber verlangen, dass er das Zertifikat sieht, dass er sieht, ob ich geimpft bin oder ob ich einfach getestet bin. Und das ist dann aber notwendigerweise eben verbunden mit dem Schutzkonzept und auch mit regelmäßigen Tests. Jetzt haben wir bereits Fragen aus unseren Zuschauerinnen und Zuschauern bekommen. Jemand hat gesagt, wie ist das, oder hat gefragt, wie ist das eigentlich? Wenn jetzt kann das sein, dass man in einem Betrieb das Zertifikat zeigen muss und dass der Arbeitgeber sagt, okay, alle die, die das Zertifikat haben, die müssen keine Maske tragen zum Arbeiten und alle anderen müssen Maske tragen? Also dazu muss man sagen, es ist extrem heikel. Zum einen, weil die getestet sind, der Test ist nur eine Momentaufnahme. Mhm. Wenn jetzt der Arbeitgeber sagt, all die das Zertifikat jetzt haben, die können die Maske ablegen. Er hat ja eine Fürsorgepflicht gegenüber allen Angestellten. Und so eine Massnahme könnte dann auch noch darauf auslaufen, dass eben dann die einen unfreiwillig geoutet werden oder stigmatisiert werden. Ja, ja. So, und das darf er natürlich, muss er verhindern. Und darum muss er in so einem Fall sowieso allgemein bei dem Zertifikat, das er anschauen will, er muss die Arbeitnehmenden konsultieren und muss fragen, was sie dazu sagen. Das ist das, was wir vorher auch gehört haben, also nach Konsultation. Was heisst das, wenn jetzt die Mehrheit sagt, eigentlich fänden wir das vernünftig, dass die geimpft sind, dass die keine Maske müssen tragen, dann könnte man es nicht durchführen. Also wenn alle einverstanden sind, gibt es kein Problem. Wenn nicht alle einverstanden sind, dann wird er müssen regelmäßig testen. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema, das auch von einer Zuschauerin und Zuschauer ist gekommen. Nämlich, wenn jetzt der Arbeitgeber die Zertifikatspflicht einführt,
kann man sagen, okay, wenn die Umstände stimmen, also, aber wenn er sagt, die nicht geimpft sind, die müssen sich testen, was ja logisch ist, und sie müssen es selber zahlen. Ja, das geht natürlich nicht. Also, dass er die Zertifikate kann anschauen kann, müssen die Teil sein von einem Schutzkonzept. Und wenn eben Teststätten Teil sind, dann ist das etwas, was der Arbeitgeber ganz klar muss zahlen und nicht die Angestellten. Da machen wir den ersten Punkt in dieser Sendung. Gabriela Baumgartner live im Katzschutz. Vielen Dank, Gabriela. Sehr gerne. Meine Damen und Herren, das waren erste Fragen und Antworten zu diesem Thema, das sicher noch viel zu reden wird. Gabriela Baumgartner ist morgen am Morgen bei unseren Radiokolleginnen vom Espresso, und zwar in einem Online-Chat, zusammen mit anderen ExpertInnen. Wenn ihr Fragen habt rund um den Themenkomplex, den wir jetzt schon ein bisschen angesprochen haben, dann könnt ihr sie jetzt bereits stellen, und zwar online auf srf.ch/espresso. DPD-Kurierfahrer haben einen steinharten Job. Sie müssen Riesenmengen von solchen Päckchen quer durchs Land transportieren und abliefern. Sie stehen unter einem enormen zeitlichen Druck. Sie haben extrem lange Arbeitstage und sie haben unter Umständen einen Haufen unbezahlte Überstunden. Und all das bei einem, ich sage mal Vorsicht, bescheidenen Lohn. Wir haben, ihr wisst es, meine Damen und Herren, mehr als ein ist das bei uns im Kassensturz schon kritisiert. Und bis jetzt hat die DPD immer behauptet, wir haben keine Kenntnis von diesen Missständen. Die Fahrer, die seien gar nicht bei DPD angestellt, sondern bei einem sogenannten Subunternehmer. Heute Abend weisen wir schwarz auf weiß nach, dass DPD genau weiss, was läuft. Der Philipp Odermatt. Ich bin unterwegs zu einem Treffen irgendwo zwischen Zürich und Bern. Ein Kurierfahrer von DPD wird mir interne Dokumente übergeben. Seine Bedingung? Er will nicht gefilmt werden. Das hier sind alles vertrauliche Dokumente von DPD. Die habe ich vorhin bekommen. Und sie belegen offenbar, dass DPD den Fahrer und den Subunternehmer alles vorschreiben, und zwar bis ins letzte Detail. Diese Dokumente sollen belegen, dass DPD genau wisse, wie lange die Fahrer jeden Tag arbeiten würden. Über miese Arbeitsbedingungen der DPD-Fahrer berichtete ich schon einige Male. Das letzte Mal Anfang Jahr. Mit der Pandemie hätten sich die Arbeitsbedingungen noch verschlechtert, erzählten damals zwei DPD-Fahrer. Aus Angst, den Job zu verlieren, anonym. Wir haben immer wie mehr zu tun. Wir sind dauernd unter Druck. Wir fangen normalerweise am Morgen um 17:30 an zu arbeiten und hören so zwischen 17:05 und 18:00 wieder auf. Häufig geht es aber auch länger. Es kann auch 9 Uhr werden. Wir haben keine Mittagspause, wir haben keine 9 Uhr Pause, wir haben gar keine Pause. Nicht einmal 5 Minuten, wenn es dumm läuft. Und es läuft meistens dumm. Keine Pausen und überlange Arbeitszeiten. Von all dem wollte DPD damals nichts wissen und schob die Verantwortung den Subunternehmen zu. Schriftlich gab der Kurierdienst zur Antwort: Die Fahrerinnen und Fahrer sind Angestellte der Vertragspartner und diese sind für die Einhaltung der Arbeitszeiten und der Pausen verantwortlich. DPD sind keine konkreten Fälle von entsprechenden Verstößen bekannt. Keine Verstöße bekannt? Diese Listen des DPD-Fahrers belegen das Gegenteil. Darauf sind Touren, die DPD auf die Scanner der Fahrer lädt. Mit Kundenadressen und genauen Lieferzeiten. Wir zeigen sie unscharf, da sonst der DPD-Fahrer entlarvt würde. Ich rekonstruiere eine Liefertour. Also hier wird ganz genau beschrieben, eigentlich das, was der Fahrer auf dem Scanner, auf dem Handy hat, ist hier Ausdruck davon. Und da wird ganz genau beschrieben, wann er welches Päckchen wo muss abliefern muss. Und jetzt an diesem Tag sehe ich, hat er 145 Stops gemacht. Und für jedes Päckchen hat es einen Zeitraum. Zum Beispiel jetzt hier steht 10:21 und 11:21 muss das Päckchen abgeliefert werden. Und das nächste ist dann zwischen 10:24 und 11:24. Also er hat genau 3 Minuten Zeit, für das nächste Päckchen zu liefern. Und so geht das Ganze durch bis zum letzten Päckchen, beim Stopp 145. Und das ist am 7. Spätestens am 8. muss es abgeliefert haben. Das heisst, bloß fürs Zustellen der Pakete plante DPD an diesem Tag
knapp 10 Stunden Arbeitszeit ein. Wohlverstanden, das ist eigentlich nur ab dem Zeitpunkt des ersten Päckchen, das er verteilt. Also die Bütz im Depot zu sortieren, die Päckchen ins Fahrzeug hinein, herzufahren, ins Verteilgebiet und zurückfahren, das ist nie, das sieht man hier nie auf dieser Liste. Ich analysiere weiter und stelle fest, DPD plant für die Fahrer allein fürs Ausliefern und Abholen der Pakete regelmäßig einen vollen Arbeitstag. Ich telefoniere mit weiteren Fahrern und Subunternehmen. Alle bestätigen unabhängig voneinander, DPD plane so, wie wenn die Arbeitszeit erst mit der Zustellung des ersten Pakets beginnen würde. Ein Insider, der DPD sehr gut kennt, schildert mir besonders viele Details. Er stimmt einem Interview zu. Anonym. Ich zeige ihm die Lieferliste. Er kennt sie gut. Alle Fahrer würden danach arbeiten und hätten diese Daten von DPD auf dem Scanner. Es heiße Predict und sei die Planungs- und Kontrollsoftware. Man muss wirklich befolgen, was man am Morgen im Scanner bestätigt hat. Im Scanner kann man 3 verschiedene Geschwindigkeiten einstellen: Slow, Fast und Very Fast. Die 3 Stufen geben die Minuten an zwischen 2 Stopps. Slow ist sehr langsam, 3 Minuten pro Stopp. Fast sind 2 Minuten Zeit zwischen den Stopps. Und Very Fast sind 60 Sekunden oder so. Da muss man wirklich rennen. Also von Päckchen zu Päckchen 60 Sekunden? Genau. Und was ist, wenn ich in den Stau komme? Das erkennt der Scanner überhaupt nicht. Dann kommt man im Verzug. DPD wissen zu jedem Zeitpunkt ganz genau, wo und wann die Fahrer unterwegs sind. Wenn ein Fahrer mit dem Scanner ein Problem hat, dann kann er im Depot anrufen. Der DPD-Mitarbeiter sieht dann ganz genau, wo der Fahrer ist und weiß auch genau, was auf dem Scanner steht. Das heisst, der DPD-Mitarbeiter kann den Fahrer also verfolgen. Die totale Kontrolle. Aber nicht nur das. Halte sich ein Fahrer nicht an die Lieferzeiten, so werde er bestraft. Für jedes Paket, das nicht im Zeitfenster zugestellt wird, gibt es Strafpunkte. Pro Punkt gibt es 50 Franken Lohnabzug für den Fahrer. DPD wisse auch von den fehlenden Pausen. Das belegt dieses Dokument. Jeden Tag wertet DPD die Arbeit der Fahrer und Subunternehmen aus. Auf 2 Stellen genau nach dem Komma analysiert DPD, ob die Pakete im vorgegebenen Zeitfenster abgeliefert wurden. Ebenfalls ersichtlich die Pausen der Fahrer. Erschreckend. Fast alle Fahrer machten an diesem Tag 0 Pause. Der Insider bestätigt also, dass alle Fahrerinnen und Fahrer von DPD nach dieser Liste, nach dem Predict-System, nach dem Scanner-System ihre Päckchen ausliefern und vor allem, dass DPD die absolute Kontrolle hat. Ich treffe jemanden, der sich in den letzten Monaten intensiv mit DPD auseinandergesetzt hat. Es ist Roman Künzler von der Gewerkschaft Unia. Auch ihm zeige ich die Lieferliste. Ja, eben, die ganze Covid-Zeit und auch letzten Winter hat zu bedenkenerregende Arbeitszeiten geführt. 12, 14, 15 Stunden zum Teil. Systematisch nicht zahlt. Alles, was nach 8 Stunden 48 im DPD-Universum geschaffen wird, ist einfach nicht zahlt worden, bis heute nicht. Und die Liste beweist ja, die Arbeitszeiten, weil DPD fungiert eigentlich als Arbeitgeber und plant jede Lieferung ganz genau. Und auch wenn welches Päckchen glatt wird, wenn welche Abholung gemacht wird. Das macht DPD für all die Arbeitnehmenden, die dann schlussendlich bei Subunternehmern angestellt sind. Jetzt uns gegenüber hat DPD immer gesagt, sie wissen nichts von diesen langen Arbeitszeiten, das sind alles Sachen der Subunternehmer. De facto, der französische Staatskonzern DPD hat in der Schweiz ein einzigartiges, verantwortungsloses System aufgebaut. Es ist ein System, wo DPD alles kontrolliert,
Profit erwirtschaftet, jeden Zentimeter ausmisst und vorschreibt, aber keine Verantwortung für Angestellte hat. Aber es ist ein System, wo alle wissen, dass das nicht gemacht wird. Ich meine, der DPD-Manager in Bern sieht die Leute um 17:30 ankommen und am Abend um 9 wieder kommen und weiss ganz genau mit dem System, dass zwischen keine Pausen gemacht worden sind und so weiter. Aber es hat, wir wissen nichts von dem, das ist halt Sache der Subunternehmungen. Und so führt das zu einem riesigen Lohndumping-System, wo die Leute entrechtet werden und schlussendlich niemand mehr Verantwortung übernimmt. Seit Monaten sucht die Unia für ihre Mitglieder nach einer Lösung. Doch DPD will mit der Gewerkschaft nicht sprechen, geschweige verhandeln. Der Insider betont, die Subunternehmen seien bloß Marionetten im System DPD. Es gibt keinen Subunternehmer, der sagen kann, heute übernehme ich nur 80 Stops, der Rest ist mir egal. Dann gibt es Stress, also interne Gespräche. Und das heisst dann schnell einmal, wenn es dir nicht passt, finden wir schon einen anderen. Das ist eine Art Sklaverei. Jetzt sind wir live im Studio mit dem Marc Frank. Der Marc Frank ist das Geschäftsleitungsmitglied von DPD. Schön, seid ihr da. Herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Frank. Guten Abend. Danke für die Einladung. Herr Frank, bis jetzt hat es immer geheißen, wenn wir kritisiert haben, wir wissen nichts von solchen Missständen. Und jetzt haben wir es schwarz auf weiß nachgewiesen. Ihr wisst sehr wohl, was abläuft. Bevor ich die Frage Ihnen beantworte, möchte ich erst mal zum Ausdruck bringen, dass mich so Interviews, insbesondere mit den Fahrern, auch persönlich, und dafür kann ich auch für meine Kolleginnen und Kollegen sprechen, betroffen machen. Ganz klar, wir tolerieren solche Arbeitsbedingungen nicht. Wir fördern die nicht. Null Toleranz gegen sowas. Und das ist unhaltbar. Und dafür stehen weder wir noch DPD. Okay, das gehört Fahrer natürlich jetzt mal sehr gerne. Wir werden es später in dem Gespräch konkretisieren. Jetzt noch mal zu meiner Einstiegsfrage. Ihr wisst ganz genau, was läuft. Ihr wisst ganz genau, dass die viel zu viel arbeiten. Nein, so ist es eben nicht. Wir haben, und das ist durchaus korrekt, dass nahezu alle unsere Fahrer bei Vertragspartnern angestellt sind. Das ist üblich in der Branche. Subunternehmer, die hat er ausgelagert. Subunternehmer, genau. Ja. Das ist üblich in der Branche. Das ist nicht DPD-spezifisch, auch in anderen Branchen durchaus der Fall. Ja. Und die vertragliche Verpflichtung ist in dem Innenverhältnis zwischen DPD und Subunternehmer auch klar geregelt. Und dazu gehört logischerweise die Einhaltung der Arbeitsgesetze, der Pauseregelungen, alles, was dazu gehört. Die Frage ist ja, ob ihr es gewusst habt oder nicht. Und ich sage es noch einmal, ihr wisst es ganz genau. Ich habe hier den Ausdruck von dem Scanner, der Inhalt vom Scanner. Da sieht man, es ist wirklich den ganzen Tag durchgetaktet, Minute für Minute, jedes Mal einen anderen Abgabeort für so ein Päckchen. Und das gibt schon eigentlich einen vollen Arbeitstag. Plus kommt noch dazu, dass man das Auto laden muss. Man muss ins Depot fahren, vom Depot zurück und wieder zurück ins Depot. Das heisst, man kommt massiv über 12 Stunden, sage ich jetzt vorsichtig mal. Und ihr wisst es ganz genau. Genau. Also zu den Listen. Ihr wisst es ganz genau. Nein, wir wissen es nicht genau. Oh, das ist euer Computer drin. Ich würde gerne diese Liste. Das habt ihr in eurem Computer drin, die Daten, oder nicht? Nein. Also, nein. Wir haben diese Daten, aber. Das ist eure Software. Genau. Aber es ist bitte, das möchte ich gerne präzisieren. Es sind Daten, die eine Tour am Morgen darstellen, nicht wie sie tatsächlich gefahren ist. Ganz wichtig. Das sind Daten, die der Fahrer scannt. Und wir geben das nicht vor, sondern der Fahrer scannt die Pakete und hat im Anschluss die Zeit, man hat es im Beitrag gut gesehen, die Möglichkeit, die Zeit einzustellen. Das genannte Beispiel 3, 2, 1 Minute kann auch verstellt werden. Wir haben Mitarbeiter, die das mit den Fahrern korrigieren. Der Fahrer kann bei jedem Stopp noch mal eine Zeitänderung machen. Wenn er weiß, bei dem Lieferpartner stehe ich an der Rampe, kann er 5 Minuten extra dazugeben. Das ist ein Lieferversprechen des Fahrers, das er am Schluss abgibt. Und wenn solche Listen wie in dem Fall viel, viel zu lang sind, hat er immer die Möglichkeit, zu seinem Vorgesetzten, seinem Subunternehmerchef zu gehen und zu sagen, das ist zu lang und für solche Fälle gibt es Überhangfallen. Offenbar funktioniert es nicht. Wir haben x-sättige Listen. Also Fakt ist, dass die Fahrer die ganze Zeit viel zu lange unterwegs sind, dass sie allein für das Ausliefern einen ganzen Arbeitstag brauchen, plus noch die Zeit, die ich vorhin skizziert habe. Und ich sage es nochmal, ihr wisst das ganz genau.
Nein, wie gesagt, das kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Also, ihr wisst nichts von dem. Ihr wollt mir sagen, dass ihr nichts wisst. Ich meine, eure Manager vor Ort im Depot stellen am Morgen früh stellen das Fließband an und dann um 17:30 kommen die Fahrer schon und die Letzten kommen vielleicht am Abend um 7. Also, das ist einfach zu sehen, dass da zu viel geschafft wird. Ja, ich möchte einen Vergleich machen. In der Gastrobranche, da haben sie morgens im Frühstücksservice die gleiche Person wie abends im Spätservice. Das heisst nicht, dass man rund um die Uhr arbeitet. Ja, aber in dem Dokument, das wir gesehen haben, im Beitrag, sehen wir ganz klar null Pause. Nochmal, das Dokument ist jetzt bei der ersten Liste. Das ist eine Liste am Morgen. Das ist nicht, wie die Tour aktiv gefahren wird. Dafür gibt es die Überhangfahrten, Springerfahrten, die solche Touren dann auch entlasten, die am Morgen überlastet sind. Ja. Und das andere Dokument, das sind die Pausen, die der Fahrer morgens eingibt. Auch das sind nicht aktiv gemachte Pausen. Wir benutzen unseren Scanner. Das ist keine Zeiterfassungsmaschine. Ja, das heißt, wir können dort Pause eintragen. Er könnte sie eingeben. Und es macht alles keiner. Ist null. Es macht keine Pause. Das stimmt. Weil sie können keine Pause machen. Weil sie die Pausen anders einplanen in ihrem Tag und das gut, nicht also, über das. Wir finden uns über nicht in diesem Punkt. Aber Herr Frank hat am Anfang gesagt, das macht euch betroffen, was die Leute sagen. Die Leute sagen, wir können fast nicht. Wir bügeln wie gestört und wir werden trotzdem nicht fertig. Und also, was sagt ihr zu dem? Glaubt ihr das oder sagt ihr, die erzählen irgendwas? Nein, ich glaube das. Aber dann ist das doch so, oder? Ich glaube aber auch, und davon bin ich überzeugt, dass es auch Einzelfälle sind und nicht pauschal für alle DPD-Fahrer der Fall ist. Selbst wenn es nur wenig wäre, was nicht der Fall ist, wäre es ja schlimm genug und ihr müsstet sofort handeln. Wir müssen sofort handeln, dafür müssen wir aber Kenntnis von den konkreten Fällen haben. Um solche Kenntnisse zu kriegen, haben wir bereits vor 3-4 Jahren anonyme Meldestellen eingefügt. Und die Fahrer dürfen jederzeit sich ans lokale Management oder auch an die Geschäftsleitung wenden. Und es hat sich niemand gemeldet, oder wie ist das? Wir haben keine Kenntnis von konkreten Fällen. Aber es zeigt doch, dass Sie Angst haben. Also hier, das Dokument sagt ganz klar, Sie arbeiten wie verrückt. Ihr habt Ihre Aussagen gehört, ihr wisst, was Dunja für Informationen gesammelt hat. Und die sagen trotzdem, es ist kein Problem. Also ein Problem habt ihr ja sicher. Warum wird die Arbeitszeit dieser Leute bei den Subunternehmern nicht erfasst? Das ist illegal. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Also, ne, wir sind in der Branche, wie gesagt, Subunternehmertum ist üblich. Und juristisch gesehen haben Sie völlig recht, das muss erfasst werden. Und das fordern wir jetzt auch von den Subunternehmern ein. Und das müssen wir auch selbstkritisch sagen. Da haben wir unsere Überwachungspflichten, die wir gesellschaftlich sicher haben, vielleicht in der letzten Zeit nicht so wahrgenommen, wie wir das mit heutiger Kenntnis auch wissen. Und jetzt wollt ihr es besser machen. Was konkret macht ihr? Konkret, und da war auch der eingangs erwähnte Kassensturzbericht im Anfang des Jahres sicherlich auch der erste Schritt auch für uns, ist wirklich, dass wir auf die Subunternehmer, auf die Vertragspartner zugehen und das kontrollieren. Neudeutsch Audit, das sind die Vertragsbedingungen. Wir wollen die Arbeitsverträge der Fahrer. Gibt es Arbeitsverträge, gibt es Lohnabrechnungen, gibt es Zeiterfassung? Aber Herr Frank, ihr müsst mit den Fahrern reden. Weil es kann sein, dass die sagen, okay, wir machen Zeiterfassung, wir schreiben einfach auf 8 Stunden und wir geben es dem Fahrer so in die Hand und sagen, du musst jetzt hier bitte unterschreiben und wenn du nicht unterschreibst, dann bist du draußen. Auch das ist Teil des Auditsplans, es wird Interviews mit dem Fahrer vor Ort geben. Okay, das könnt ihr hier garantieren und die, sind so, dass es in einem geschützten Rahmen besteht, dass wenn die können sagen, hier ist es nicht okay und dann macht ihr was, dann schmeißt ihr den Subunternehmer, dann entlässt ihr den. Gab es schon Fälle, wo wir das getan haben? Also das hilft ja den Arbeitern, das hilft ja den Fahrern dann nicht? Nein, selbstverständlich gucken wir auch, dass die Fahrer dann... Wir werden ja die Touren weiterfahren. Es ist ja nicht so, dass wir dann sagen, okay, das Gebiet machen wir nicht mehr. Die Fahrer sind auch weiterhin, dann werden wir versuchen, dazu vermitteln, dass die weiterhin für DPD tätig sein können. Aber Frank, ich habe eine viel bessere Idee. Macht doch einfach so, dass eure Software weniger Stops zulässt. Dass man ein Auto gar nicht so fest beladen kann. Dass sagen wir, nur 3/4 vom Tag mit Verteilen und Abholen ausgefüllt sind und die restliche Arbeit effektiv noch Platz hat. Das könnt ihr morgen einführen und dann habt ihr das Problem nicht mehr. Ja, so einfach ist es dann. Das ist einfach. Nein, so einfach ist es nicht, weil es ist ein dynamisches Geschäft. Die Paketvolumen sind jeden Tag anders. Und dann möchte ich auch sagen. Machen, Frank. Nein, du willst nicht machen, was ich jetzt vorgeschlagen habe. Ich kann es einfach nicht pauschalisieren, weil ich hab Stoppdichte in der Schweiz ist unterschiedlich. In Zürich ist eine Tour anders ausgelastet und als im Berner Oberland. Man kann es nicht pauschalisieren. Und dafür haben wir ja ein Team, was sich mit den Fahrern, mit den Subunternehmern diese Touren optimiert. Okay, dann habe ich noch einen zweiten Vorschlag. Warum stellt ihr die Fahrer nicht selber anstellen? Dann habt ihr es nämlich im Griff. Dann könnt ihr nämlich ein Zeitmanagement, eine Arbeitszeitkontrolle einführen, wie ihr vorhin gesagt habt, das müsste eigentlich Realität sein. Ist durchaus eine Option und da kann ich sagen, dass wir das im Rahmen der Elektrifizierung auch bereits begonnen haben. In der Stadt Genf sind seit kurzem die ersten Elektrofahrzeuge im Einsatz mit eigenen Fahrern bei der DPD angestellt.
Ist es das vorstellbar, dass ihr das ausdehnt auf das ganze System? Das ist vorstellbar. Ich glaube aber, dass das braucht. Ihr hättet gerne das System so wie es ist. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass per se das System ist per se nicht schlecht oder gut. Das System ist nur dann schlecht, wenn das nicht kontrolliert wird. Und der Aufgabe kommen wir jetzt nach. Gut, das haben wir gehört. Und das haben vor allem eure vielen Fahrer, die sehr hart müssen arbeiten, haben das auch gehört. Und da machen wir einen Punkt und sagen merci, dass ihr das Gespräch mit uns geführt habt. Marc Frank. Dankeschön, Frank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, was sagt ihr zu diesem Thema? Ihr habt jetzt gerade Herrn Frank gehört. Was sind allenfalls eure eigenen Erfahrungen mit so Kurierfahrern? Fahrer, eure eigenen Beobachtungen im Zusammenhang mit DPD-Fahrern. Wie sollte man von euch aus gesehen die Leute behandeln, die uns Tag für Tag so Päckchen bringen? Die Debatte ist eröffnet in der Rubrik «Ihre Meinung» srf.ch/Kassensturz. Eine kleine Quizfrage, liebe Leute, zum Einstieg in den heutigen Test. Was könnten da die Geräte vor mir sein? Kleiner Hinweis, sie produzieren hauptsächlich heisse Luft. Aber das ist hier in diesem konkreten Fall keine Kritik, sondern Existenzberechtigung bzw. Hauptzweck. Heisse Luft möglichst gleichmäßig verteilt auf die verschiedenen Etagen, die ihr hier seht, genauer Dörretagen und das bei möglichst geringem Stromverbrauch. Das ist die Herausforderung von all diesen Dörrautomaten. Was ihr hier seht, das sind die 9 meistverkauften Geräte. Velo-Automat, Pilze, Tomaten, Zwetschgen und Öpfuringli am besten dort. Das wollen wir jetzt wissen und das erfahren wir im Beitrag von Marianne Kegi. Dieses Jahr war kein gutes Zwetschgenjahr für Thomas Oehler. Hagel hat viele Früchte zerstört. Seine Fellenberg-Zwetschgen kann er deshalb nicht verkaufen. Er wird sie dörren. Ja, eigentlich sind es teure Zwetschgen zum Dörren. Wir kaufen das sonst einmal dazu. Günstigere. Die werden dann auch schon gedacht für die Direktvermarktung und Detailhandel. Familie Oehler dort im St. Gallischen Lömmenschwil nach alter Schule. Alles ist Handarbeit. Alles noch genau gleich wie vor über 80 Jahren. Die Zwetschgen kommen auf sogenannten Hurdli in den Ofen. Dort dörren sie in verschiedenen Positionen, in denen es unterschiedlich heiß ist. Der Eigentümer ist heute 84, er hilft immer noch. Und sein Vater hat das kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hat er irgendwie geschmeckt, dass er mal vielleicht eng wird mit Lebensmittel und hat dann angefangen, abzudörren. Ja. Oehlers dörren jedes Jahr tonnenweise Zwetschgen, Äpfel und vor allem Birnen. Wer im kleineren Rahmen dörren möchte, hat eine große Auswahl an Dörrautomaten. Kassensturz hat die 9 meistverkauften Geräte für den Privathaushalt im Labor Applitest in Nürnberg testen lassen. Die beiden Testleiterinnen bereiten das Dörrgut vor, belegen die sogenannten Dörretagen mit Früchten, Tomaten und Pilzen. 4 verschiedene Konsistenzen, 4 verschiedene Herausforderungen. Die Testkriterien sind streng. Also es muss eine gute Luftzirkulation haben, eine gute Heizung, sodass Lebensmittel auch auf unterschiedlichen Ebenen gedörrt werden können. Wir schauen uns den Energieverbrauch an. Es wäre natürlich sehr positiv, wenn der relativ gering ist. Wir gucken uns die Handhabung an. Wie sind die Geräte zu reinigen? Wie groß, sperrig sind die Geräte? Wie viel Dörrgut kann man tatsächlich dörren? Gedörrt wird mit meist 70 Grad, um das beste Ergebnis für schwierig dörrendes Gut zu erhalten. Energy Logger messen den Energieverbrauch. Da sind die Unterschiede sehr groß. Gewisse Geräte verbrauchen bis zu 3-mal mehr als andere. Parallel testen die Prüferinnen die Dörrleistung im Backofen mit den gleichen Kriterien wie bei den Spezialgeräten. Die Pilzstücke sind zuerst gedörrt. Die sind eigentlich wirklich richtig gut getrocknet. Gleichmäßig. An den Stielen, an den Seiten, an allen Seiten gut. Super. Ja. Die Testresultate.
Am schlechtesten bewerteten die Testerinnen diesen Dörrautomaten von Rommelsbacher, einen der teuersten im Test. Gekauft bei M Electronics. Also tatsächlich war jetzt das Dörren an sich nicht das Problem, weil das Gerät Dörren eigentlich recht gut kann. Allerdings haben wir einen enormen Energieverbrauch, eben fast doppelt so viel wie beim Backofen. Und die Handhabung ist tatsächlich auch nicht gut. Also das war eher ein schwierig zu bedienendes Gerät. Genügend auch für den Dörrautomaten von Severin. Und das Gerät von Rotel. Letztere beide hatten schlechte Dörrergebnisse bei Tomaten und Zwetschgen. Genügend auch für den elektronischen Dörrautomaten von Steber. Alle vier Dörrautomaten erhalten Abzüge wegen hohen Energieverbrauchs. Stromverbrauch ist bei Familie Öhler kein Thema. Sie heizen seit eh und je mit Holz ein. Im Ofen muss die Temperatur bis zu 75 Grad erreichen. Man muss sich wirklich immer überlegen, bei jedem Schittfest, wie viel Energie hat es. Und dann das rein tun. Man muss den Kopf noch bei den Sachen beim Führen. Während etwa 36 Stunden dörren die Zwetschgen. Danach kommt der Test. Die weicheren müssen nochmals in den Ofen. Die härteren kommen bereits ins Säcklein. Zurück zum Test. Prädikat gut für den Dörrautomaten Mini von Betty Bossi. Für WMF Küchenmini Snack to go. Und für Prima Vista von der Landi, den günstigsten im Test. Die Testerinnen beurteilen die Resultate. Nicht alle Geräte dörren gleich regelmäßig. Gut gedörrte Gemüse oder auch die Früchte, die haben genau den richtigen Restfeuchtegehalt und sind eben auch gleichmäßig gedörrt. Also da habe ich dann nicht am Ende sehr trocken und sehr feucht, sondern alles ist schön gleichmäßig. Das sieht man zum Beispiel an diesen Tomaten hier, die sind sehr schön gleichmäßig auf genau das Richtige reduziert. Oder hier hätten wir jetzt ein Beispiel, das ist eher schlecht, weil da sieht man, da sind manche fast gar nicht gedörrt und andere sind quasi überdörrt. Testsieger sind das Gerät von MioStar und der Dörrex von Stückli, das teuerste Gerät im Test. Er braucht zwar am zweitmeisten Energie, schneidet aber bei den anderen Kriterien gut bis sehr gut ab. Und der Backofen? Die Dörrresultate sind gut. Mit dem Energieverbrauch kann er nach Stunden in Betrieb bei 70 Grad mit den spezialisierten Geräten mithalten. Also mein Fazit wäre, dass der Backofen ist eigentlich an sich ein gutes Dörrgerät. Das kann man dafür sehr gut hernehmen. Wenn man aber jetzt noch ein Zusatzgerät möchte, was beispielsweise auch transportabel ist, was man mitnehmen könnte, was man einfach mal zusätzlich aufbauen könnte, dann würde sich auf jeden Fall ein Dörrgerät zusätzlich lohnen. 9 Monate pro Jahr sind die Öfen von Öhlers gefüllt mit Birnen, dem wichtigsten Produkt für den Betrieb. Bei jeder einzelnen Frucht kontrolliert der Experte die Qualität. Man spürt es einfach. Eine gewisse Weiche ist ideal, aber gleich nicht zu viel. Wenn es dann so rumschwimmt, fast, dann ist es noch zu wenig, dann sind es nicht haltbar. Eigentlich wäre zu dieser Zeit der Ofen prall gefüllt mit Birnen. Doch sie sind noch nicht reif. So konzentrieren sich Öhlers noch auf Zwetschgen und hoffen fest, dass das nächste Jahr ein besseres wird. Wenn der Stromverbrauch doppelt so hoch ist oder fast doppelt so hoch wie beim Backofen, dann ist das natürlich nicht so gut. Das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Und man hat gehört, es trifft zu auf das Gerät da bei mir auf dem Tisch. Das ist das, was am wenigsten gut weggekommen ist. Immer noch genügend, immer noch genügend. Aber Bewertung 4,3. Das ist das Modell Rommelsbacher. Der Hersteller sagt uns, das sei ein Auslaufmodell. Es würde nur noch die produzierten Geräte verkauft. Ergebnisse im Detail könnt ihr bei uns online nachschauen. Dort könnt ihr auch genau nachschauen, welches Gerät jetzt wirklich im Endeffekt wie viel Strom braucht. Wenn ihr mir jetzt ganz direkt und persönlich ein Feedback zu dieser Sendung geben wollt, dann sehr gerne via Twitter. Ihr seht da meine Adresse. Heute Abend gibt es einen Literaturclub mit der Nicola Steiner. Und jetzt geht 10 vor 10 auf diesem Kanal mit den relevanten Geschichten vom Tag. Mehr Kassensturz in der Woche. Eine gute Zeit. Habt Sorge. Auf Wiedersehen miteinander.